Hallo, Freunde, und herzlich willkommen zurück bei Watch Dogs. Ja, wir sollen hier etwas hacken. Ich musste die Wachen nochmal eben kurz umkrepeln. Das habe ich natürlich nicht im Schleichen gemacht, aber naja, was soll's. Wir können hacken, dann machen wir mal eben. Ich bin gespannt. So, oh nee, jetzt nicht schon wieder, ne? Okay. Achso, mit der Q-Taste wieder. Alles klar. Ja, wir sind schon ein bisschen aus dem Game eigentlich draußen. Jetzt können wir natürlich hier das aktivieren. Dreh das Ding mal um. Achso, wir brauchen wahrscheinlich wieder mehrere Weichen hier. Nee, so rum wahrscheinlich. Und dich dann. Nee, so nicht. Komisch. Okay, wenn wir dich so aktivieren, dann brauchen wir. Nee, das geht noch nicht. Wir brauchen hier eine Weiche. Da müssen wir mal gucken. Wenn ich dich aber so rum drehe, dann wird das aber nichts, mein Freund. Na, jetzt wird's aber was. Okay. Klasse. Und direkt das nächste Hackgame. Jawohl. Wo müssen wir hin? Da ist unser Ziel. Lass mal überlegen. Wenn wir die Weiche hier einmal komplett umstellen, müsste es eigentlich funktionieren. So, wunderbar. Dich einmal umgekrepelt. Dich einmal umgekrepelt. Und zwar so rum. So, du bist eigentlich schon richtig eingestellt. Du auch. Der da oben. Den müssen wir eigentlich nur einmal, ne? Ja, müsste passen. Oha. Okay. Hacken Sie einen Laptop und installieren Sie ein Virus. Ich sag's dir, das ist nicht nur Werbung, das blockiert meine ganze Aussicht. Ein einziges riesiges Auge. Versuch du mal zu arbeiten, wenn dir das über die Schulter guckt. Ja, dann werde ich halt paranoid. Ja, gut. Gib mir eine Nummer, ich will mich beschweren. Nein, jetzt sofort, ich bleib dran. Der gute Bradley. Vorlagen wegen Tierquälerei. Uncoole Sache. Gut, dass der gehackt wird. Bitteschön. Oh, Virus wird Scheiße. hochgeladen. Jemand hat sich reingehackt. Sperrt sofort das Gebäude ab. Oh. Findet ihn. Nö, nicht gut. Aus dem Plaza Okay, du entkommen? bist drin. Nee. Findest du den Anrufer? Ich suche gerade. Ach du Schande. Steve, die Bullen kommen. Die haben Hightech-Scanner, die man nur schwer stören kann. Du musst sofort da raus. Na, klasse. Ich soll sofort hier raus. Und ich dachte eigentlich, wir hatten hier schon alles erledigt. Oh, Freunde, jetzt geht's los. Jetzt geht's aber richtig los hier. So, Nummer 1, komm her. Ich weiß, ich bin ein schlechter Schütze. Ist mir völlig egal. Ja, genau. Seh mal hier drüben nach. Da liegt nämlich einer. Der ist nämlich K.O. Ach du Schande, jetzt geht's los. Oh, 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 oh. Nein, nein, nein. Genau, das wollte ich eigentlich. Oh ja, Steuerung for the win. Okay, nochmal nachladen. Ich glaube, wir brauchen so und so mal hier eine andere Waffe, oder? Komm. Nimm nochmal das Sturmgewehr. Wir brauchen hier ein bisschen Power, mein Freund. So, sonst noch jemand? Sieht nicht danach aus, ne? Können wir hier ein paar Sachen einsammeln? Ja, das sieht doch ganz nett aus. So, ich glaube, wir haben hier aber noch mehr, ne? Freunde, oder? Haben wir noch mehr? Oh ja, da. Oh. Schnell in Deckung. Ah, du fieses Krabbschwein. Die Steuerung ist natürlich nicht optimal eingestellt. Hör mal. Ja, schnell in Deckung. Was ist mit euch da draußen? Ihr seid lieb, ne? Zumindest will ich es hoffen. Und ich will hoffen, dass es das gewesen ist. Oh nee, da kommt noch einer hoch. Da kommt einer hoch. Ich sehe es ganz genau. Ja, wo ist er denn, mein Freund? Hä? Zack. Weiß der Zack, wie man Polizeiscans stört? Doch, ich glaube schon. Hier ist was. Ach du Schande, wir ich müssen raus hier. Jetzt. Lass mich raus. Das wird ihre Scans und Kommunikation oh mein in dem Gott. Gebiet stören. Und auch die Zivilisten. Und auch die Zivilisten. Okay, so, den Gemcoms, alles klar. Die Entdeckung durch Zinnen kurzzeitig unterbrechen. Okay. Stellen Sie ein Waffenrad her und drücken Sie G, um es einzusetzen. Alles klar. Aber ich glaube, das schaffen wir gerade nicht, oder? Doch, warte mal. G, um auszurüsten. Ah. Ja, wir haben dann. Darf ich hier mal rein? Sorry, aber ich muss weg. Ja, ohne Scheiß jetzt. So, wir müssen hier mal eben kurz weg. Ist ja klar. Mit G können wir den einsetzen. Okay, jetzt müssen wir das schon geschafft haben. Was? Der bewegt sich? Hör auf! Habe ich ehrlich gesagt keinen Bock drauf. Lass mich in Ruhe. Ich weiß noch nicht, wo wir hin müssen, aber. Oh, ja, das war klar. Oh, ja, verdammt. Nein, da kommt noch einer. Oh. Der will aber nicht zu uns, oder? Na, mir egal, wo du willst. Na, der will uns scannen. Entkommen Sie unbemerkt der Polizei. Ja. Die Frage. Oh, nee. Jetzt kommt er sogar noch hier hin. Haha, das Radar. Unser bester Freund. Oh. Wir brauchen eine Seitengasse, wenn es geht. Obwohl, ne, wir könnten eigentlich im Grunde genommen auch mal eben schnell mit Vollspeed, das wäre nicht das beste Fahrzeug dafür, hier mal eben kurz durch, ne? Jawohl. Nice. Okay, aber nichtsdestotrotz, wo müssen wir denn hin? Einfach nur entkommen? Oder gibt es hier irgendwas anderes? Ja, nicht verbunden, ist mir völlig egal. Ich glaube, wir müssen einfach nur so entkommen. Dann wollen wir das natürlich machen, aber Moment. Alarm einhalten, der CTOS-Scan war ohne Ergebnis.
Das war's, alles klar, Mission beendet. Ich wollte nämlich gerade nur das Auto wechseln. So, wunderbar. Skillpunkt erhalten. Komm, Fähigkeitsbaum öffnen. Wie viele Skillpunkte haben wir denn? Ein Skillpunkt haben wir. Oh, da können wir nicht so viel machen. Was war das denn hier? Beschleunigen Sie einen Waffenwechsel. Nee, finde ich jetzt nicht so pralle. Haben wir noch was in Hacken? Was haben wir denn hier? Da waren die Poller, ne? Genau. Ah, nee, Brücken. Brücken. Okay, dann die Poller. Hm. Was haben wir hier? Hochbahnsteuerung, okay. Um diese zu starten oder zu stoppen. Na, weiß ich nicht, was wir hier reinnehmen sollten. Hier haben wir auch noch etwas. Achso, hergestelltes. Ah, ich weiß nicht. Ich finde das jetzt nicht gerade so wunderbar. Aber ich glaube, hier diesen Jamescom, den brauchen wir schon, ne? Den sollten wir mitnehmen. Ja, den will ich auf jeden Fall mitnehmen. Na, haben wir ihn jetzt oder haben wir nicht? Eigentlich müssen wir ihn jetzt haben. Glaube ich zumindest. Ja, müssen wir haben, haben wir auch. Wunderbar. So. Wie sieht's aus? Hast du den Anrufer? Das Katz-und-Maus-Spiel nervt. Ich hab deine Maus. Sein Anruf kam aus einem Apartment im Loop. Endlich. Sei vorsichtig, Aiden. So wie der sein Signal gebounced hat, ich glaube, er will, dass du ihn findest. Na, dann wollen wir ihn mal nicht enttäuschen. Dann wollen wir mal nicht enttäuschen. Wo geht's denn hin? Alles klar. Weiter geht's, weiter geht's. Die Kampagne, ja, ja. Da will ich auf jeden Fall gerne hin. Da müssen wir einmal umdrehen. Dann wollen wir das natürlich auch machen. Eieiei, bin ich ja mal gespannt, was uns erwartet. Schicke Limo, ja. Gefällt mir sehr gut. Auch wenn sie nicht allzu schnell ist, aber nur, eieiei. Na du? Sind wir doch noch irgendwo angeeckt, oder was? Was? Verbrecherkonvoi? Nö, will ich ehrlich gesagt nicht. Aber ich will über Rot fahren. Ich weiß, wir haben wahnsinnig viele Nebenmissionen, dieses, jenes. Aber ich will lieber ein bisschen in der Story weiter vorankommen. Das liegt doch daran, weil wir eine lange Pause hatten, muss ich ehrlich zugeben. Und die Steuerung ist mir so und so nicht mehr allzu anvertraut. Deswegen gucken wir doch mal direkt, wie es hier weitergeht. Da sollen wir hin. Ja, komm, jetzt machen wir hier. Beruhigt euch. Achso, ja, coole Sache. Ja. Achso, alles klar. Ich wusste schon nicht mehr die Taste, wie man rauskommt. Aber danke für den Tipp. Da bin ich ja mal gespannt. Mission starten. Akt 1. Danke für den Tipp, okay. Der Typ bedroht meine Familie und will mich treffen. Er wusste genau, wie er mich kriegt. Gut, ich schlucke den Köder. Na, ich weiß nicht, ob das so gut ist. Es ist eine Falle. Könnte ich drauf wetten. Alles klar. Erreichen Sie den des unbekannten Anrufers. Die Signalquelle. Sprengen können wir natürlich auch. War denn ein paar Feinde hier oder sowas? Nee, ne? Sprengen, sprengen, sprengen. Also ein Kram. Na gut, dann wollen wir doch mal klettern. Da können wir ja natürlich mal eben kurz hochklettern. So langsam aber sicher und rüberklettern. Und wir können doch bestimmt, genau, die Leiter benutzen. Coole Sache. Na nun, was ist das denn hier? Schaltkasten. Ja, Profiler an- und auszuschalten. Sprengen, Schaltkasten. Wofür ist der denn? Okay. Na nun, muss ich das verstehen? Wir können die hochklappen lassen. Warum? Oh, Freunde, ich traue der Sache nicht. Aber naja, gut. Wollen wir doch mal... nee, Profiler hier. So. Der Datenfluss teilt sich auf. Es gibt zwei CTOS-Kästen. Okay, das wäre dann Nummer 1, ja. Das wäre dann Nummer 1. Wo ist denn der zweite? Gib mir mal die Kamera. Wollen wir doch mal gucken. Wo haben wir denn den anderen? Den da. Schon wieder so ein Schaltkasten. Warum? Ein Lift? Okay, noch eine Kamera. Ja, sprengen. Überall diese Kameras, ne? Das ist der Wahnsinn hier. Sprengen will ich ehrlich gesagt nicht. Ah, da oben geht ein Weg hoch. Da ist es. Entriegeln. Entriegel das mal und gib mir mal oben die Kamera. So, jetzt sind wir ganz oben, wie es ausschaut. Achso, und da ist es doch, ne? Das müsste es sein. Ah, wir müssen die Kästen aktivieren. Jetzt haben wir den ersten. Jetzt müssen wir mal gucken, wo geht denn der andere Weg entlang? Da ist die Kamera, der führt da hinten entlang. Warte mal, hier oben war noch eine Kamera. Na? Nee, da kommen wir nicht weiter. Wir bräuchten, wenn es geht, hier geradeaus eine Kamera. Wenn es geht. Haben wir aber keine, ne? Doch, da oben die. Aber ich glaube nicht, dass wir so weit rüber gucken können, oder?
Mhm. Können wir? Nee. Haben wir nicht noch eine Kamera da hinten? Na, komm schon. Ansonsten müssten wir... Ja, müssen wir zu Fuß dahin, ne? Wie es ausschaut. Oder ich stelle mich natürlich wieder extrem blöd an. Aber naja, komm, was soll's. Da werden wir jetzt mal eben kurz hinlaufen. Ich hoffe, dass wir hier nicht irgendwie auf ein paar Freunde treffen. So, wo soll der sein? Zeig her. Nee, mach das Ding an. Wo soll der sein? Ach, da oben. Guck mal hier, Kamera. Und dann führt er da hinten weiter entlang. Was ist da? Achso, den Lift, ja. Hau den Lift mal runter. Wo führt das Ding hin? Da, entriegeln. Perfekt. Wunderbar. Und jetzt greifen sie auf das Netzwerk zu. Jawohl. Wollen wir natürlich machen. So, jetzt können wir nicht wieder nach oben. Ist schon cool. Aber komisch, dass man immer alles sprengen kann und all so ein Gedöns. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wofür. Ich meine, ein richtiges Ballerspiel. So, jetzt wollen wir mal hacken. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Ah, schon wieder so ein Gedöns hier. Wir müssen den ersten knacken. Warte, dann dreh den direkt mal hier um. Und du kannst dich auch direkt mal umdrehen. Und dann wollen wir mal gucken. Nee, das geht noch nicht. Na, müssen wir einmal... Ah, nee. Das war Fail. So, damit können wir den nämlich wieder öffnen. Wenn wir den jetzt umdrehen... Ja, müssen wir erst an den unten dran. Aber so müsste es dann gehen. Oder auch nicht? Nee, dafür muss er erst hier. Nee. Fummelei hier, meine Güte. So, wo müssen wir hin? Da unten müssen wir hin. Ja, von drei Seiten. Nicht schlecht. Nicht schlecht, mein Freund. Und dann muss der... von oben noch rein. Dreh den mal um hier. Den hier auch mal. Damit können wir den auf jeden Fall aufmachen. Und jetzt müssen wir das ganze Ding wieder drehen, ne? So, und einmal müssen wir von oben rein. Nee, genau. Dreh den mal so rum. Und dann einmal so rum. Ja. Okay, alles klar. So müsste es passen. Wunderbar. Was zur Hölle ist das? Was? Bell Weather. Untersuchen Sie das Apartment? Okay. Da ist eine Kamera. Naja, was gibt's denn hier Schönes zu entdecken? Smartphone, Schwachstelle erkannt. Hacken, um Geräusch zu aktivieren. Untersuchen Sie das Apartment. Hm. Der Fisch? Geh mal in die Kamera rein. Ach so, so können wir es einfach wechseln. Ich habe auch gelitten. Oh oh. Hacken Sie das Telefon, da ruft einer an, ne? Was zum Teufel hat er vor? Ich hoffe, du magst die Spielchen. Ich wollte sehen, ob du es noch drauf hast. Wir müssen reden. Und du solltest dich beeilen. Dein Einbruch hat einen Alarm ausgelöst. Das ist nicht, was ich für uns geplant hatte. Aber wir werden gleich gestört. Komm zu mir. Ich suche einen schönen Ort. Warum belästigt er meine Schwester? Wir hatten keinen Kontakt seit... dem Merlo. Seit dem Merlo? Mhm, du haust besser ab. Okay, warum sollten wir ihn besser abhauen? Wissen, wir haben ein neues Ziel für alle Hitter da draußen. Lass stehen und liegen und erledig das. Nein, Scharfschützen. Oh, jetzt geht's aber ab. Oh, Freunde, jetzt bin ich ja mal gespannt. Hol mal deine Knarre raus, ne? Würde ich doch mal sagen. Okay, warte, die haben uns ja noch nicht erkannt, ne? Komm, trecken wir hier eben auf Spec Ops. Oh, Backe. Ja, Kamera. Das ist natürlich extrem cool. Oh, das ist schlecht. Achso, das Ding können wir sprengen. Okay, pass auf. Geh mal hier in Deckung. So, komm hoch. Komm hoch, mein Freund. Komm schon. Komm hoch, du bist hops. Bumm. Boah, das hat, glaube ich, gesessen, ne? Oh, einer sieht uns. Versteck dich mal eben schnell. Was willst du denn da oben, mein Freund, ne? Na, komm schon. Ah, Mist. Das war Fail. Oh, wir müssen mal aufpassen. Ach, jetzt weiß ich auch, wofür die Schaltkreise sind. Damit wir mehr Deckung haben. Ja, schießt ihr doch mal durch. Nee, komm ich nicht. Seid ihr euch da sicher? Aua, hör auf damit. Ich hoffe, die Dinger gehen noch nicht mal runter. Na klasse, die haben uns alle gesehen, ne? Na, den kann ich, glaube ich, nicht ausschalten. Doch. Perfekt. Kommt keiner hoch, oder? Hätte ich ehrlich gesagt keinen Bock drauf. Du hast geschossen. Finde ich super, mein Freund. Eieieiei. So, was ist mit dir da unten? Der versteckt sich. Ich sehe es. Aber dich haben wir noch.
Oh, das sind aber einige. Das sind einige. Ich geh mal eben kurz hier hin. Ja, genau deswegen. Na, komm's hoch? Komm hoch. Na, kein Bock. Eieieiei. Von hier können sie nicht hoch, oder? Doch, die Leiter. Ich hab die Leiter vergessen. Na gut. Ach du Schande. Nein. Verdammt. Nein. Boah. Da haben wir Glück gehabt. Oh, guck dich mal direkt wieder. Oh, Freunde. Ich glaube. Okay, die haben uns eh gesehen. Gib mal hier. Genau. So, Freunde. Jetzt reicht's aber langsam. Damit das klar ist. Ne? So, wie sieht's denn aus hier? Komm mal raus. So, Nummer 1. Schon wieder getroffen. Komm raus. Komm schon. Nein. Du kommst hier nicht hoch, mein Freund. Spreng. Jawohl. Sehr schön. So, dich da hinten auch. Boah, was macht der denn da oben? Ich glaub's nicht. Komm, zeig dich. Spreng. Tschüss. Haha, ja. Los, geh hoch. Nanu? Okay. Schande. Ach du Schande, Freunde. Lad mal schön nach. Reden wir. Ja, reden wir. Oh. Ah. Ich glaube, ich muss auf jeden Fall die Mausempfindlichkeit mal ein bisschen anders einstellen. So ist es natürlich ganz schlecht zu schießen und zu zielen. Und zwar extrem schlecht, muss ich ehrlich zugeben. Die ist ein bisschen lahm, deswegen werden wir das mal eben kurz machen. Steuerung, Maus und Tastatur. Mausempfindlichkeit ist auf... Oh, nee, warte mal. Gib mir mal 40 oder irgendwie sowas um Dreh. Ich glaube, damit müsste es besser laufen. Will ich doch zumindest hoffen. Müsste es. Naja. Da muss ich auch wahrscheinlich die andere Maus mal dann halt benutzen. So gut wie es dann halt geht. Oh Gott, die armen Schrotflintenmunition. Im Ernst. Wir haben noch Sachen dabei. Die werden wir natürlich mitgehen lassen, ne? Oh, was haben wir hier? Chemische Komponenten. Nehmen wir natürlich mit. Da sollten wir, glaube ich, nicht reinlaufen. Eieiei. Ah, wir haben es geschafft. Finde ich cool. Wir haben es geschafft, ja. Sprengen müssen wir so und so nicht. Schaltkreis ist mir klar. Ich will nur eben die Sachen einsammeln, so gut wie es geht. Und die haben eine coole Karre hier, ne? Muss ich ja ehrlich zugeben. So, fahr das Ding mal wieder runter. Aber sonst was verpasst? Ich glaube nicht, ne? Oder? Doch, hier, da ist sie. Ja, nimm die mal mit. Ich will die gerne mal ausprobieren. Nimm die einfach mal mit. Müssen wir sie nachladen? Nee, ne? Bist mit 8 Schuss voll. Okay, wo hast du ihn reingepackt? Da hast du die reingepackt. Ja, ich glaube, so kann es eigentlich gehen, ne? Ja, passt doch wunderbar. Dann pack die doch mal wieder weg, das gute Ding. Und dann wollen wir hier doch mal einsteigen. Was haben wir hier für eine schöne Karre? Sieht doch ganz gut aus. Dann wollen wir mal vorsichtig raus hier, oder? Zumindest so gut, wie es geht. Dann wollen wir uns so direkt mal treffen beim nächsten Treffpunkt. So, ich will hoffen. Na, ich will niemanden umfahren. Ne? Schön vorsichtig links und rechts gucken. So. Voilà, fertig. So, und dann einmal auf die Karte, Freunde. Da geht's direkt weiter. Ein nettes Plätzchen hat er uns wohl da uns organisiert. Ja, da müssen wir sogar einmal wechseln. So, komm, Kamera, fang dich. Was ist das denn für ein Song? Jetzt bin ich ja mal gespannt. Wo will der uns treffen? Na, komm schon hier. Fahr schon. Ich hab keine Zeit. Ich hab Wichtiges zu tun. Nanu, wir müssen darüber. Okay. Was ist das denn Geiles da? Ja. Ja, was denn jetzt? Also entweder oder. Wehe, du klaust mir ein Auto. Gibt es direkt ein Problem. Lauf mal schön weiter weg hier. So, Freunde, da will er uns treffen. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Empfängerin, was für einstweilige Verfügung. Eieiei. So, Freunde, hier oben geht's weiter. Und das sollen wir erreichen. Und na komm, das machen wir noch. Auf jeden Fall. Bist du ein kluger Junge? Drinks gehen auf mich. Damien. Hast mich vermisst? Du hast meine Schwester anrufen lassen. Warum bin ich hier, Damien? Bist du immer so ernst, Aiden? Mein Gott. Wirst du denn nie locker? Ich will meinen Partner zurück. Ich am Computer. Du, da draußen bei der Männerarbeit. Ich will dir helfen. Wir wollen beide dasselbe. Antworten. Wer griff uns an? Und ich weiß zufällig, du steckst fest. Ja, schon klar. So,
Ich bringe eine frohe Botschaft. Das Merlot. Das Merlot? Mhm. Die Merlot-Sache hast du versagt. Bullshit. Du bist aus einem perfekten Plan ausgestiegen. Es wäre nicht aufgeflogen, hättest du zu mir gehalten. Ein kleines Mädchen. Meine Nichte starb, weil du zu weit gegangen bist. Oh, wie süß von dir. Machst mich für deine Familienprobleme verantwortlich. Damien ist zu weit gegangen, er hat die bösen Männer wütend gemacht und ich... Was ist mit dir? Du bist nicht der Einzige, der leidet. Die haben mich verkrüppelt. Die haben mir alles genommen. Siehst du es nicht? Das ist unsere Verbindung. Du hast nichts, was ich brauche. Es gab noch einen Hacker. Es gab einen zweiten Hacker. Und ich weiß, wie man ihn findet. Tja, das mag sein, Damien. Aber das kannst du nicht allein. Du brauchst mich. Dein großes Problem ist, ich dich nicht. Hau jetzt nicht ab. Das ist eine Spur. Danke für den Tipp. Oh, 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 der ehemalige Partner. Ja, die haben den verkrüppelt. Ja. Lieber noch am Leben als verkrüppelt, oder wie hier. Nee, andersrum. Ne? Lieber verkrüppelt als tot. So. Ich habe zu Damien aufgeschaut. Er brachte mir bei, Programmschwachstellen zu finden und zu nutzen. Und ich brachte ihm bei, dasselbe ohne Computer zu tun. Menschen sind anfälliger als ihre Systeme. Wir waren ein starkes Team. Nach Linas Tod war ich mit ihm fertig. Ich verschwendete keine Gedanken mehr an ihn. Aber jetzt kommt er wieder zurück. Ich muss wissen, was im Merlot passiert ist. Tja, danke für den Tipp. Schöne Sache. Mission beendet. Kriegen wir wahrscheinlich wieder ein paar EP-Punkte. Jawohl, sag ich doch. Erhalten XP. Schöne Sache. Unser Auto steht auch noch da. Entschuldigen Sie mal. Würden Sie mal bitte vom Auto weggehen? Aller Altes live. Aber, Freunde, ich glaube, wir sind richtig, ne? Musik? Gib die Musik her. Musik finde ich cool. Was? Musik? Achso, wir können Musik machen. Und jetzt fangen sie alle an zu tanzen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Wir werden auf jeden Fall einsteigen. Das weiß ich. So. Freunde? Nee, bitte nicht. Nein, jetzt habe ich einen Doppelpaar. Nein, Rufbeschützer, Zivilist verletzt. Was stehst du auch so nah am Auto, du olle Kuh? Freunde, ich hoffe, es hat dennoch gefallen. Ne? Wir sehen uns das nächste Mal wieder und ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Bis dahin.